So Leute, da sind wir wieder zurück zu Need for Speed Pro Street. Ja, ich war einmal in der Garage, beziehungsweise war ich einmal beim Autohändler, hab mir die Wagen angeguckt. Es gibt da schon richtig geile Sachen und wir haben eigentlich schon Stufe 3 Wagen freigeschaltet. Das ist das Höchste. Und da fielen mir schon einige ins Auge und theoretisch könnten wir unseren Drag-Wagen verkaufen, unseren Civic, und könnten dann eigentlich schon einen guten Wagen kaufen, aber den könnten wir nicht aufrüsten. Von daher glaube ich, wir bleiben lieber erstmal bei dem Civic und nehmen hier unten das React Team Session Tokyo. Weil ich glaube, die da oben, wo wir das letzte Mal waren, die sind ein bisschen schwerer. Zumindest war es das letzte Mal so, dass die da unten ein bisschen leichter waren. Deswegen machen wir die erstmal hier unten und ich hoffe einfach mal, dass wir hier ein bisschen Kohle rankriegen. Ja, das ist hier derzeit so ein bisschen, ne, das ist ein bisschen der Hemmschuh. Wie treffend, weil der Wagen auch aussieht wie ein Schuh. Unser Civic. Ach Gott, unser erster Wagen, den wir richtig aufgemöbelt haben. Ansonsten, der ist natürlich ganz geil hier, unser 240 SX fürs Driftrennen. Ja, ich möchte auf jeden Fall, ich habe geguckt, es gibt wieder eine Skyline. Den möchte ich auf jeden Fall fahren zum Schluss. Ich weiß noch nicht, in welchen Rennen ich die fahren will, weil der ist relativ lang, der Skyline. Also fürs Grip-Rennen ist der vielleicht nicht so gemacht. Vielleicht für dieses High-Speed-Rennen ist der ganz gut. Allerdings würde ich da auch gerne im Endeffekt dann dieses Pangasius-Filet nehmen. Wenn ich weiß, was das ist. Guck dir die anderen Need for Speed-Teile von mir an. Da kommt es immer wieder vor. Okay, Rennevent, Grip-Sektor-Shootout, Viertelmeilen-Drag. Ja, Drag werde ich hier abkacken ohne Ende. Drift-Zeit fahren. Machen wir erstmal Drift. Ich möchte jetzt erstmal gucken, ob unser 240 hier ein bisschen mehr Beleistung auf der hohen Kante hat. Und ob man da jetzt direkt in der ersten Kurve eigentlich mit... Ah, 319 PS, das ist jetzt echt mal was. Von 150 auf 319. Also da hoffe ich jetzt wirklich schon mal so ein bisschen... Geil! Richtig geil, hier an den Docks. Wo hat man das? Sag mal, wo war denn das? Doch auch bei Shift. Also ich hätte nicht gedacht, dass das... Spiel wirklich so viel Anleihen an Shift hat. So, wir haben natürlich auch NOS. Ui. Okay, das war scheiße, ich geb's zu. Oh Gott, okay. Rückwärtsgang, das ist das Ding da, entweder neben dem ersten Gang oder unterhalb vom fünften oder ganz weit woanders. Ah, Nitro-Drift gibt's auch. Es ist nicht schlecht gedriftet. Ich will einfach nur meine Gegner verwirren. Komm! Oh Gott! Verlass mich doch bitte durchfahren! Ich vermute mal so 1900 müssen wir schaffen. Okay, war echt nicht gut. Gebe ich zu, war echt nicht gut. Da war ich überhaupt nicht drin. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir... Jetzt hat die Karre so viel Leistung, dass er direkt am Anfang einen Burnout macht. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das optische Tuning gefällt mir gar nicht mehr. Das ist wirklich ein optischer Fauxpas. So, gar nicht so schnell direkt am Anfang. Mann, ich bin echt zu schnell. Mit 20 km/h kann man doch nicht zu schnell sein. Ich brauche jetzt den NOS, sonst komme ich auf keine Geschwindigkeit hier. Ich komme mit einem irren Speed rein. Oh Gott, diesen Betonpfeiler, den müssten sie irgendwie mal ein bisschen abschleifen, dass ich immer direkt davor donnere. Okay, erster Platz. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte 180-Grad-Kurve, die ist ganz geil. Da kann man nochmal richtig viele Punkte machen, aber ansonsten war da natürlich extrem viel Luft nach oben noch. Ich muss den Start, ich glaube, ich darf da nicht gleich voll durchdrücken, sondern ich muss einfach langsam anfahren. So, direkt erstmal NOS reinhauen. Der burnt einfach hier direkt am Anfang durch, weil ich natürlich überhaupt keinen Grip kriege. Wieder nach außen driften und rum. Und das ist wieder zu schnell, ne? Es sei denn, ich gebe jetzt NOS. Kannst du voll vergessen, ey. Das ist, als hätte die Oma 500 Gramm Butter fallen lassen und du kommst in die Küche rein und trittst rein. Genau so ist das. Weißt du, immer dieses schlecht gedriftet, anstatt zu mir mal sagen, naja,
Da ist mal Lenzen nach oben offen. Nö, gleich schläft. Also, jetzt schaffe ich die 2000. Yes, Baby! Zweimal schlecht, aber dafür einmal perfekt. Du Shit. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, von der Leistung her reicht die Karre vollkommen aus. Vollkommen. Also da muss man nicht noch in irgendeiner Form noch was reinhauen. Was natürlich geil ist, wenn du richtig geil am Scheitelpunkt driftest und haust da nochmal einen NOS rein, kriegst du A, wieder einen schönen Boost nach vorne und B, kriegt man nochmal 100 Punkte extra. Ist das dieser Ryan Krieger? Ist das hier der Grip King? Der hat die Polizei am Hals haben, ne? Der hat die doch angelockt. Der alte Schweinepriester. Und der will sie mir auf den Hals setzen, weil er genau merkt, wer hier der King ist. So, jetzt müssen wir unsere Karre da mal wegschieben, denn das ist schon ein bisschen peinlich. Die sieht wirklich... Oh, das ist wirklich einfach ein optischer Unfall. Es tut mir leid, Leute. Irgendwie in der Garage hat das Ding gut ausgesehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also der... 240er, der sieht gut aus, der 350 CC sieht geil aus, GTO sieht geil aus, aber was ich bei dem hier gemacht habe, jetzt ist ja der 240er, ne? Der eben nicht, so. Das war der einzige, der nicht so gut aussieht. Alle anderen sehen ganz gut aus, ne? Auch das. Guck mal da, der zweite links, der hat auch Camouflage-Look. Der hat es irgendwie hingekriegt, dass es gut aussieht. So, der hier sieht geil aus, ganz ehrlich, den würde ich so kaufen, wenn er so dasteht, ich würde ihn genau so nehmen. Okay, nicht so viele Kurven, direkt hier am Anfang 180 Grad rum. Natürlich extrem eng hier. Da nehme ich einfach mal den NOS. War natürlich dumm, war sehr dumm, den jetzt zu nehmen, ich weiß. Ich habe mir erhofft, dass ich da irgendwie so 3-4 überhole. Aber wenn ich hier gerade die Anfahrt aufs Ziel sehe, dann weiß ich, wo ich es hätte eigentlich benutzen müssen. So, den Wagen müssen wir auch dann nochmal ein bisschen upgraden. Aber dadurch, dass die anderen immer richtig schön noch bremsen, habe ich hier mal eine gute Chance, noch auf den ersten Platz zu kommen. Jetzt muss ich mal gucken. Wenn die natürlich jetzt im Windschatten hier tausendmal schneller sind als ich. Ah, die Karre, die ist natürlich geil. Dafür, dass die gerade mal Leistungsstufe 2 hat, da ist bei 300 noch nicht Schluss. Da ist bei 300 noch nicht Schluss. Mit 60 km/h wieder dagegen gerattelt, ne? Das muss man auch erstmal hinkriegen. Oh, Totalschaden! Der ist wahrscheinlich mit 70 km/h dagegen geradelt. Alter Latz! Ich hab mir doch gesagt, 60 ist schon zu schnell. Da hat er mich einfach gesehen, da darf er das mir gleich machen. Die Strecke ist aber ganz geil, die ist schön Highspeed. Ich bin mal gespannt, ob in der nächsten Runde das Wrack von dem Typen noch da ist. Okay, wir werden es nicht sehen. Weil das schon die letzte Runde ist, das wäre schlecht. So, jetzt das Ding einfach nur noch schön nach Hause fahren. Fast 5 Sekunden vorne. Und Feuer. So, jetzt komm, mit 300 Sachen durchs Ziel. Komm. 300 schaffst du. Gib mit. Jawohl. Sehr geil. Mit 300 Sachen noch durchs Ziel. Man muss sich halt dann irgendwie anders nochmal kleine Ziele setzen. Na, ich habe gesagt, ne? Wenn die anderen hier keine Konkurrenz mehr sind. So, Streckenrekord gebrochen. Ich vermute mal, wir haben hier schon gewonnen. Das war natürlich auch... So, wo ist der Wagen? Da ist der Wagen. 2500, das ist ja gar nichts. Wir wollen natürlich fortsetzen. Wir wollen natürlich hier noch dominieren. So. Machen wir erstmal Zeitfahren. Das ist so ein bisschen das Langweiligste. Und danach geht es dann an das Eingemachte, den Sektor-Shootout und... Drag... Das wird wieder heikel. So, okay. So, do it. Natascha 2, man sieht sich. So, Zeit fahren, das kriegen wir hin. Hier ist eigentlich Driften, das wäre eigentlich optimal fürs Driften, ganz ehrlich. So, es sind 3 Runden. Na, das Ziel ist natürlich in so einer kleinen Beuge drin. Das heißt, mit dem NOS da reinfahren. Muss ich mal gucken, ob es klappt. Ups.
versuchen natürlich immer hier auszuloten, irgendwie durch die Kurven, ohne zu bremsen zu kommen. Hier muss ich bremsen, das weiß ich schon. Wie der mich auch einfach ausbremst hier, ne? Hält Petro einfach den Rücken frei. Schweinepriester. So, jetzt. Jetzt vom Gas, rum. Okay, wird nix. Aber ich möchte jetzt mal behaupten, einen Streckenrekord haben wir eigentlich jetzt schon gebrochen. Okay, ist dann doch spitzer die Kurve als gedacht, aber... Ja gut, haben wir noch gut rausgeleiert. So, komm her. Ich weiß, meine Karre sieht schon wieder aus wie die letzte Drecksmöhre. Ich fahre halt auch wie eine besenkte Sau. So, ist das hier der Herr, der mich immer so komisch schief anguckt? Guck mal hier, das ist, weil er einfach auch nur auf den Lack seines Wagens achtet. Manchmal muss man ein bisschen rabiat rangehen, ne? So ist das halt. Manchmal muss man auf die Konfrontation gehen. Mann gegen Mann. Scheiße, ey, die Kurve wieder voll vergurkt. Aber hier benutze ich jetzt NOS. Die Runde ist eigentlich ganz geil. Und bremsen. Ah, scheiße. So, jetzt Feuer. Schön auf der Geraden. Jetzt von ganz weit außen. Kurz anbremsen und dann müsste es genau. Dann müsste es genau reichen. Hier schön eng nehmen, da kommt man genau durch. Das habe ich doch alles schon genauestens abgemessen. Okay, nochmal schön die Kurve gehen. Leicht reindriften. Wir brauchen für die Karre einfach wirklich den zweiten NOS-Balken. Mindestens zwei. Noch geiler wäre natürlich drei, weil es meistens drei Runden sind. Aber bei der ersten Runde ist sowieso eigentlich Zapfenstreich, dass ich dann in irgendeiner Form was machen kann. Geil, geil. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch was wird. Vielleicht knacke ich hier sogar noch die 59 Sekunden. So, leicht anbremsen. Trotzdem anecken und weiterfahren. Genau so, wie ich es gesagt habe. Genau wie ich es gesagt habe, nachdem ich es gemacht habe. So, leicht anbremsen. Scheiße. Okay. Das wird, na gut, jetzt noch 10 Sekunden. Gar nicht abbremsen, gar nicht abbremsen, gar nicht abbremsen. Oh. Hoppala. Aber ich habe nochmal die 59 geknackt. Dafür musste ich natürlich jetzt den schweren Schaden einstecken. Ich bin mal gespannt, wie die Leute gucken, wenn sie die Karre jetzt sehen. Ob sie auch wieder mit ihren Fotoapparaten dastehen und mich und Natascha fotografieren. Alter, das ist doch... Aber genau das meinte ich. Denn jetzt wird sich tatsächlich rentieren, dieses Schadensding hier zu nehmen, ne? Dafür rentiert sich's jetzt. Sektor-Shootout, machen wir erstmal Viertel. Vielleicht reicht das schon. Vielleicht kann unser Civic hier sich nochmal durchsetzen, dass wir wenigstens auf den dritten Platz kommen. Dann kriegen wir nämlich ein paar Punkte und vielleicht dominieren wir dann schon. Das würde eigentlich schon reichen. Okay. Ganz ehrlich, ey, ich bin der frisch duftende Turnschuh. Das ist keine Chance, das ist ein Feuer. Wer hat denn Feuer heutzutage noch drauf? Komm her. Und maximaler Grip. Maximaler Grip. Sehr geil. So, let's do it. Alter, der brummt natürlich extrem. Oh, vielleicht sollte ich auch mal schalten. Noch hinten reingedonnert. 11 und? Okay. 11.8. Vorletzter. Und das auch nur, weil der einen Fehlstart gemacht hat, der Eddie. Okay. Alles klar. Also dritten... Nee. Die Karre können wir eigentlich verkaufen. Können wir echt verkaufen. Die ist einfach... Aber ich will keine Wagen verkaufen. Will ich nicht. Komm, wenigstens einen Platz machen wir hier noch gut. Einen Platz noch. Immer noch Vorletzte? Ha!
Und wir sind zeitgleich, genau die gleiche Zeit zu Felix oder Felix. Nein, er heißt Felix. Er ist nämlich mit Nachname, er heißt Ertang. Und die heißen dann immer Felix. So, geil. Ich bin nicht letzter. Also der da unten, der immer zu Fehlstart macht, der zählt ja gar nicht mehr mit. Das ist ja, ich meine, warum ist der überhaupt angetreten? Okay. Aber schneller geht's nicht mehr. Sorry, echt. Die Karre ist einfach am Limit. Maximaler Grip. Och Mann, ich habe mich so gefreut, dass die Karre einfach so gut ist. Ich hau jetzt einfach bei den Noss hier schon raus. Alter, guckt euch die Karre da vorne an. 11,7. Ist, glaube ich, auch mein persönlicher Rekord, oder? Aber immerhin. Immerhin. Alter, der da unten hat einfach 15 Sekunden. Lame. Geld, deine Punkte. Aber wir kriegen Punkte. Das ist eigentlich das Wichtigste. Vielleicht reicht das schon, um zu dominieren. Das wäre natürlich ganz geil. Um ehrlich zu sein, würde ich jetzt sogar gerne das letzte Rennen, das Dominier-Dings, keine Ahnung, wie Sektorrennen, mit der kaputten Karre machen. Oh, ein Müh. Okay. Wir treten an mit dieser extrem kaputten Karre. Ich muss eigentlich nur Dritter werden. Eigentlich nur Dritter, selbst wenn es nicht Dritter wird. Dann reparieren wir das Ding und treten nochmal an. Aber das wäre einfach so eine Genugtuung, jetzt gegen diese Flaschen hier mit unserer alten Schrottmöhre das nochmal zu rocken. Ja, da kommen wir. Es geht los. Alter, es blinkt da unten alles rot. Ist es normal? Alfred, ist es normal? Ja, das hättest du gern. Aber jetzt kommt unsere Zeit. Jetzt kommt hier unsere Zeit. So, das Ziel. Zack. Null! Wie kann man null verfehlen? Das geht doch gar nicht! Ich meine ja null. So. Ich rieche den Sieg. Unsere Karre ist kaputt. Der Typ da drin ist kaputt. Er hat nur ein Ziel, die totale Vernichtung. Eurer Gang. Warum ist der scheiße? Dieser Ficker, ey, hat er sich genau in den Weg gestellt, ne? Um mir das zu versauen hier. Drecksbeutel, du. So eine Ratte. Kann mir keiner erzählen, dass das hier auszusehen war bei ihm. Oh Gott, die Karre ist Schrott. Geil, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich hier den Rekord noch geknackt. Sind aber leider nur Dritter. Ist mir jetzt egal. Wir müssen jetzt hier crashen. Jawohl, ja. Auf dem zweiten Platz. So, Freundchen. Du hast mir hier die eine Punkteserie geklaut. Ich hoffe, die Karre hält das noch durch, was ich hier gerade mache. Ist natürlich richtig übel. So, jetzt. Hier kommt es drauf an. Komm, mit anecken. Mit anecken. Feuer. Oh. Das ist ja irgendwie anders als die andere Strecke, oder? Sehe ich das falsch? Aber wir haben es erreicht. Auf den ersten Platz. Geil. Alle Sektoren dominiert. Nochmal 500 Punkte gibt es da. Das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Du kriegst extra 500 Punkte dafür, dass du alle am Anfang dominierst. Das ist doch bescheuert. Ich habe das Gefühl, ich darf nirgendwo mehr anecken, ansonsten ist die Kiste mir böse. Und wenn ich einen Totalschaden habe, dann ist hier alles hinüber. Deswegen muss ich jetzt hier wirklich ein bisschen vorsichtig fahren. Ich glaube auch ganz ehrlich, von der Leistung her schaffen die das nicht hier, meine Punkte noch zu knacken. Ja. Wie soll man auch diese Punkte knacken? Ich war ja... Oh, scheiße, der hat mich überholt hier. Irgendwer hat es geschafft. Der Trottel, der ganz hinten fährt, oder was? Das gibt's doch wohl gar nicht.
Okay, hier nochmal so einen Unfall mache ich nicht. Oh! Wieso das? Das ist doch frech. War ich nicht eben noch Erster? Egal. Man ärgert sich doch gar nicht drüber. Ist doch völlig egal. Wir haben nämlich das Rennen damit dominiert. Und jetzt wird es wirklich Zeit, das Geld ein bisschen zu investieren. So. Und zwar nehmen wir jetzt das. Totalscheingutschein. Sehr schön. So, wir verlassen das Ding. Hier nehmen wir auf jeden Fall mit Gutschein reparieren. Das reparieren wir mit Geld und dann sagen wir Tschüss. So, wir müssen jetzt leider unseren goldenen Turnschuh müssen wir verkaufen, das wird sonst nichts mehr. Okay, ich gehe doch nicht. Ich drücke jetzt hier den Play-Button und mache hier komische Musik und dann gehe ich. Und jetzt sehe ich die nackte Dame da oben, dann gehe ich doch nicht. So, aber sehr schön, wir haben wieder was dominiert. So, wir müssen die Karre verkaufen. Das ist jetzt hier einfach angebracht. Den auf jeden Fall nicht. Wir brauchen den. Den. Wagen verkaufen. Oh, es tut mir so leid. Aber wir müssen. Weg damit. Okay, jetzt haben wir relativ viel Geld. 120.000. Damit lässt sich doch eigentlich schon was anfangen. So, Wagen. Autohändler. Dann wollen wir doch mal gucken. Wir gehen gleich mal. Ich drücke gleich mal nach links. So. Das war jetzt nicht der beste Wagen, ne? Wir wollen natürlich eine Stufe 3 Wagen. Hier, sowas. Subaru. 5,1 Sekunden. Wir brauchen natürlich hier von 0 auf 100. Da muss er gut sein. Seat Leon. Nee. Porsche, schade. Ist noch gesperrt, weiß nicht ganz genau wieso. Der ist nicht gesperrt. Ist gar nicht so teuer mit 48.000. Aber da gibt es bestimmt noch geilere Wagen. So ein Porsche will ich eigentlich zum Schluss eher so Highspeed und nicht hier für Drag. Das will ich irgendwann auch haben. Alter, boah, wie teuer ist denn das Ding? Mit 750.000 würde ich mich verarschen, dann will ich es doch nicht haben. Könnte behalten. So, nein, den haben wir. GTR, der ist natürlich auch immer richtig geil. In jedem Need for Speed Teil muss man den eigentlich mal gefahren haben. In 3,3 Sekunden von 0 auf 100 wäre eigentlich tendenziell ein geiles Auto, aber ist leider noch gesperrt. Nissan GT-R, ja. Das ist der Proton, das ist der R35, okay. Das ist der Skyline, den will ich auf jeden Fall irgendwann haben, aber ich glaube eigentlich nicht, dass ich den fürs Drag-Rennen haben will. Ja, der ist scheiße. Der Lancer ist eigentlich auch ganz geil, aber ich glaube auch nicht fürs Drag-Rennen. Ich brauche da irgendeinen schönen leichten Evolution X. Ah, ich brauche auf jeden Fall einen Stufe 3 Wagen, so sehr ich auch Mazda liebe. Was hat denn der Heckantrieb? Mal überlegen, ist das clever? Heckantrieb ist eigentlich clever für einen Drag, oder? Schöner. Ah, guck mal, gibt es da noch einen Ford Mustang? Ist wesentlich günstiger. Hat aber auch viel weniger PS. Nee. Ach, ich komm, wir nehmen den jetzt. Ey, der sieht so geil aus. Nehme ich jetzt. Wir nehmen ihn für Drag-Modus. So, Blaupause anpassen. Jetzt hauen wir da natürlich noch alles rein, was geht. Was hat der eigentlich für eine Standardstufe 2 Leistung? Ach komm, ey, ich würde so gerne jetzt schon was reinhauen. Machen wir mal Special. Da haben wir natürlich noch nix. Antrieb. Ja, auf jeden Fall braucht man ja Lachgas, ne? Ohne Lachgas, da lacht man nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall für die Beschleunigung. Also, das brauchen wir. Und zwar das Original von NOS. Die Reifen. Brauchen wir auch einfach. Wir brauchen eigentlich Traktion, ansonsten wird das hier nichts. Da können wir eigentlich schon ordentlich reinbuttern. Bremsen braucht man nicht, ist für den Arsch. Fahrwerk. 29.000, wie viel haben wir denn noch? Würde sogar noch reichen, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so das Wichtigste. Aufladung auf jeden Fall.
nehmen wir mal. Warum habe ich jetzt nicht ein Motor-Upgrade gekauft? Weil ich allein deshalb denke, dass wenn wir das nächste Mal wieder Rennen fahren, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir vielleicht schon das Stufe 2 Upgrade so mal in irgendeinem Kartending kriegen. Darauf hoffe ich so ein bisschen und deswegen würde ich mal sagen, wir behalten einfach mal das Ding hier so. Hier könnte man natürlich auch nochmal gucken, ob wir so ein Karosserie-Kit haben. Zum Beispiel das. Das bringt schon mal sehr viel mehr. Und wir wollen natürlich volle Möhre auf Drag gehen. Ja, wollen wir gleich so haben. Motorhaube. Ne, tut mir leid, das mache ich nicht. Bei so einem geilen Ford, das ist nämlich die Originallackierung, das sieht tausendmal geil aus. Hier hinten könnte man natürlich noch einen draufhauen, das wäre natürlich, gerade fürs Drag-Rennen ist das extrem essentiell. Stufe 1, alles Stufe 1. Ist eigentlich egal, gibt alles 64 Pluspunkte. Kann ich eigentlich den billigsten nehmen? Was ist denn der billigste? 2,4. Ich gehe jetzt wirklich nach dem Preis, ich gehe jetzt nicht so nach dem Aussehen. Obwohl der mir eigentlich auch am besten gefällt hier. Nehme ich. Verkauft. So, wir wollen natürlich volle Möhre auf seitlich Grip. Ja, wir brauchen Drag. Okay, ich finde eigentlich, dass wir mit der Karre jetzt schon relativ gut aufgestellt sind für die nächsten Drag-Rennen. So, dann haben wir jetzt, mal ganz kurz durchgehen. Wir haben unseren Nissan 240X für unsere Driftrennen. Sorry, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Mit dieser Lackierung gehe ich nicht nochmal an den Start. Das ist ja furchtbar. Das sieht ja richtig schlimm aus. Das sieht ganz, 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 ganz schlimm aus. Kann ich die Schicht löschen? Ja. Ja, der Wagen sieht insgesamt nicht so geil aus, ne? Ich weiß. Irgendwie gefällt er mir nicht mehr so. Vielleicht so ganz normales Camouflage, ohne viel Schnickschnack. So. Ja, nehme ich genauso, wie es ist. So nehme ich den jetzt. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und weg ist es. Meine Güte, was ist denn jetzt das Problem hier? X. Kreis. Jawohl, jetzt haben wir es. Er hat es begriffen. So. Das aktualisieren wir auch noch. Dann haben wir den hier für den Drift, den 240, den Shelby GT 500. Das ist unser neuer. Den haben wir dann für Drag Races, den Nissan 350Z. Den haben wir dann für die ganz normalen Grip-Rennen und unseren Pontiac GTO für diese Highspeed-Dinger. Ja, damit haben wir eigentlich schon ganz geile Wagen für jegliche Rennen, die derzeit zur Verfügung stehen. Da gucken wir gleich nochmal in die Karte rein, was wir als nächstes machen können. Was haben wir hier? Grip. Nehmen wir mal das hier, da gibt es wieder diese besonderen Rennen unten drin. Da haben wir Grip, haben wir den hier, dann haben wir unseren Driftwagen und dann haben wir noch DTO. Den möchte ich nämlich das nächste Mal unbedingt wieder fahren. Der kam dieses Mal gar nicht zum Einsatz und der gefällt mir so gut. Den finde ich optisch ein richtiges Schmankerl und ganz ehrlich, von der Leistung her ist es einfach so geil, wenn man drauf tritt und... Ich glaube ganz ehrlich, da scheißt sich jeder in die Hose, der vor mir fährt. Der fährt freiwillig vom Baum. Und ich freiwillig, unfreiwillig hinterher. Erkennt er mich ja, ne? Okay. Okay, Leute, aber ich gucke jetzt gar nicht hier rein. Wir wissen ja eher, was uns erwartet. Ganz, ganz viele schöne Rennen. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen das nächste Mal hier wieder weiter bei Need for Speed Pro Street bei Ebisu. Keine Ahnung. Grip-Klasse, Sektor-Shootout, Drift. Speed-Challenge, Top-Speed-Lauf. Ich wollte nicht reingucken, habe ich doch gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Sie tanzt da oben. Mir geht's gut. Euch auch. Tschüss. Raus. Tschüss. Au.